Ach ja, sieht das nicht schön aus? Die Sonne geht auf. Die Menschen werden wach. Das Wetter ist toll, es ist warm. Und wir sind in Serbien, in Belgrad. Ach ja, ist das schön. Nur leider gibt es einige Leute, die das Wetter auch vermiesen. Zum Beispiel, wenn sie mal einfach auf der Straße stehen bleiben. Oder mal als einen tollen Kollege einen reinrammen. Und somit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge OMSI 2. Wir befinden uns auf Belgrad und wir haben vor uns einen wunderschönen Sonnenaufgang. Und es ist gerade 5.22 Uhr. Wir fahren heute die Linie 45 von Block 44 nach, weiß ich noch nicht, mit einem O530 Facelift mit einer gemoddeten Version von Jerome. Vielen Dank, Jerome, dass du mir diesen Bus zur Verfügung gestellt hast, dass du mir sowas gegeben hast. Vielen Dank dafür. Und ja, ich wollte mal sagen, wir steigen mal ein und rüsten mal unseren Bus auf. Jetzt bitte nicht erschrecken dann. Ja, also Windows XP. Ja, ich wusste ja nicht, dass sowas geht. Weil man müsste nur die Sounddatei umtauschen, dann müsste es ja eigentlich gehen. Aber egal. Wir fahren heute von Block 44 nach Zemun Novi Grad. Die ganze Fahrt dauert über 45 Minuten. Und das Ganze mit einem Solobus. Ja, heute mal ein Solobus. Ich denke mal, so früh sind die Leute auch noch nicht unterwegs in Serbien. Nee. Dann haben wir auch unsere wunderschöne Gasse mit dem blöden Geld. Na, also wird mal wieder eine tolle Fahrt, ne? Und das Ganze mit einer Temperatur von 19 Grad. Rum. Fahr natürlich mit offener Dachluken. Licht brauchen sie nicht. Licht brauchen sie überhaupt nicht. Was ist das denn? Das habe ich ja auch nicht gesehen. Oh Gott, komme ich ja nicht hin. Ah, hier. Aha. Das ist auch bestimmt jetzt nicht von Jerome. Das liegt vom Repaint ab, ne? Wir haben nämlich ein nicht deutsches Repaint. Ja. Aber egal. So. Gehen wir mal alles ein. 045.00. Route 1. Ne, Route 2. Zemun Novi Grad. So. Heute werde ich euch mal ein bisschen meine Fahrkünste zeigen. Und ich denke mal, die Fahrt wird heute ein bisschen geschmeidiger. Denn heute ist es mal kein Solaris, sondern mal ein Mercedes. Ich habe mich irgendwie an den Mercedes gewöhnt, dass ich zurzeit nur noch gerne mit so einem Facelift rumfahre oder. Ja, ist halt so, ne? So, wollen wir mal abfahren? Hier ist Terminus. Ja. Wenn da Terminus ist. Dann ist da der Einstieg. Logischerweise.
Oh, kein Piepgeräusch. Danke, Jerome. Aber daran habe ich selber nicht mehr dran gedacht. Dort brennen. So, grüßt mich keiner oder was? Oh, Leute. Braucht doch Stunden bis zum Einsteigen hier. So, dann wollen wir mal die Öhrchen vorstellen. So. Okay, noch. Zemun Novigrad. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Mit einer LED-Matrix. Was ist der Unterschied zwischen einer LED- und LCD-Anzeige? Von hier aus könnte man meinen, es ist eine LCD, ne? Wenn man genau hinguckt, lasst mich jetzt nicht lügen. Ich sag das jetzt einfach nur so, ich glaube, dass es so ist. Bei der LED sind hier Punkte. Das sehen wir hier. Und bei der LCD sind, glaube ich, keine Punkte. Schreibt mal das in den Kommentaren, ob das so stimmt, die Theorie. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme, aber... Naja. Mirko ist heute unser Fahrer. Besser jetzt mal nie. Aber ich sehe, ist ein bisschen enge für ihn, ne? Aber, naja. Da haben wir auch die Linienliste. Die sind wir gefahren, die sind wir gefahren, die fahren wir jetzt. Und als letztes kommt natürlich die Linie 15N. Ne, die kommt gar nicht. Aha. Die fährt denselben Kurs. Okay. Ja, dann ist es die letzte Linie auf der Karte heute. Weil ich brauche euch nicht die Linie 15N zeigen, wenn die denselben Kurs hat. Sein ist es ein anderer Kurs, anderer Weg bis dahin. Dann zeige ich es euch, aber ich, egal, ich muss jetzt mal gucken. So, Abfahrt. Jetzt haben wir noch Verspätung hier. Ja. Du bist auch ein Arschloch. Hätte ich vielleicht den Gelenkbus nehmen sollen? Schwer zu sagen. Egal. Dürft mich auch grüßen, Leute. Nee, ist Mercedes, den grüßen wir nicht. Aber am Labern sind sie schon, ne? Ist klar. Oh, eine Tram. Kollisionen sind auch an. Ja, also wenn es kracht, dann kracht es halt. Wobei, ich habe dem Felix versprochen, dass ich besser fahren werde. Und das ist der Beweis jetzt, wenn es klappt. Ach ja. Nee, ich hab mal so gedacht, nimmst du mal früher morgen an einen Dienstag und naja, wie wir ja nicht anders kennen, ist ja frühs in der Woche Berufsverkehr und ja, da hoffen wir mal, dass es hier genauso ist. Und
Ja, ich weiß, ich hätte einen Gelenkbus nehmen sollen, aber da war ich ein bisschen doch zu faul, wählerisch. Bravo. Hallo. Dobre, Du Gutkarte, ja, du Gutkarte. Was du Karte haben will. Na bitte. Sind das Stimmen, ey? Kriegst du Albträume? So, weiter geht's. Ja, da fehlt halt der hintere Teil. Ja. Toll. Я ту карту, молим. Ага. И карты. Теперь ты. Gab es mal eine Linie, wo es mal eng wurde vom Straßenverlauf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da mal irgendwas gesehen, aber vielleicht war es auch eine andere Karte, ich weiß es nicht mehr. Ja, hör auf zu labern, ich hab's verstanden. Leute, wir wollen denn hier einsteigen? Das ist doch furchtbar. Dobren. Ach, Öbchen, steig doch mal in hier. Mensch, ich bin im Zeitdruck, Dobren. Ich bin im Zeitdruck, wenn es nicht aufgefallen ist. Mein J Nummer. Weil sie mich eh nicht verstehen kann. Belgrad. Block 61. Junge, man bremst nicht ab, wenn man die Spur wechselt. Vollidiot. Sag ja, die ganze KI braucht Fahrschule. Ja. Ach ja. Wenn die KI, Idiot. Wenn die KI einen Idiotentest machen müssten, die würden alle durchfallen. Da wette ich mit euch. Aber naja. Da retro. Yep. Dir auch einen guten Morgen. Ja, es ist blöd. Das ist eigentlich eine Fahrt für einen Gelenkbus. Jetzt haben wir keinen Gelenkbus. Das ist blöd gelaufen. Ich weiß. Ach komm, da ist da noch genug Platz. Ja, geht so.
Das geht so. Nächstes Mal fahren wir mit dem Gelenkbus. Boah, habe ich jetzt beschlossen. Ach ja. Eine Minute Verfrühung, jetzt gibt's da ja auch nicht. Hier ist eine Spielstraße. Eigentlich müsste man hier mit Schrittgeschwindigkeit fahren, aber das ist hier wohl egal. Was ich eigentlich total unlogisch finde, warum da eine Spielstraße ist. Aber wie gesagt, anderes Land, andere Sitten. Andere Regeln, andere Gesetze, was weiß ich. Aber eins bleibt natürlich gleich, dieselben Fratzen. Hier im Umsi, ne? Morschub trinken. Haben wir eine Minute Verfrühung. Ach ja. Wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Auf einen Livestream, um zu zwei Livestream. Jo. Kann ich aber erst machen, wenn Telekom mal endlich diese Störung hier behebt. Ne? Also, wenn Telekom es auf die Reihe kriegt, dann liebend gerne. Dann lade ich euch alle herzlich ein. Wie gesagt, Telekom muss das Ganze mal beheben. Von mir aus könnt ihr auch Telekom zusammenscheißen, ist mir scheißegal, damit die hier irgendwas machen. So. Abfahrt. Ach siehst du, mir fällt gerade ein. Ich habe noch ein Tutorial offen. Jetzt hat mich mal ein User gefragt, wie man das Schwarze hier hinkriegt in den normalen Standard-Facelift. Das Tutorial kommt bald. Ich hab's total vergessen. Tut mir leid. Fällt mir gerade ein. Wenn's funktioniert, ist auch die Frage. Da parken Idiot, ey. Mein Gott. Guten Moin. Was weiß ich. Steig in und halt den Sabbel. Das ist die beste Lösung für uns beide. So. Danke.
Wieder 40. Oh, Leute. Wieso darf der dann schneller als ich fahren? Da stand 40 nach STVO. Für alle schneller als ich, das ist unfair. Ich bin ja am Ende derjenige, der angeschossen wird, ne? Uncool. Ich dachte, man konnte so rausgucken, aber habe ich mich ja anscheinend geirrt beim Facelift. MAN nehmen wir jetzt furchtbar. Ja. Einsteigen, Klappe halten, hinsetzen. Ich verstehe nur Deutsch. Ne? Soll mir einer sagen, ich verscheiße. Nee. Geradeaus. Sag mal, wie fahrt die denn? Russland würde ich das ja verstehen, aber nicht hier. Könnten sie sich doch nach dem Aufstehen schon eine Kilowattka rennen und dann fahren sie Auto. Aber hier, dass sie so bescheuert fahren? Wer weiß. Bestimmt haben sie von diesem Schokoladen rumgetrunken. Man weiß es nicht. Mensch, knackst schon mal, ey, ist zum Kotzen. Jedes Mal dieses Stuhlknackse. Ja, rot. Das ist ein Kollege. Mit dem MANNG Bus. Ja. Ich habe gesagt, es wird eine gemütliche, ruhige Folge heute. Der hat auch schnell abgebremst, ne? Hätte er noch schaffen können. Bald kommt ein bisschen mehr Action. Bald sind wir in Polen. Vielleicht finden wir ein paar Deutsche. Ja, und klauen ein paar Autoreifen.
weiß es nicht. Vielleicht werden wir auch selber Opfer, man weiß es ja nicht. Also auf der Karte muss aber noch einiges gemacht werden, was Ampeln angeht. Ne? Aber sonst alles tippitoppi. Oh, ein Trabant. Oh, Leute. Tja, der traut sich nichts mehr. Der bleibt da einfach stehen und genießt es da, ne? Jetzt könnte er. Fahr, du Idiot! Los! Pussy am Steuer, gleich Ungeheuer. Los! Ah, hier Rum-Cocktail, genau, das war's. Das war's, ne? Rum-Cocktail, das trinken sie bestimmt jeden Morgen, bevor sie zur Arbeit fahren. Das erklärt deren Fahrverhalten. Ne, also, ja. Hier entsteht ein kleines Einkaufszentrum, wie es aussieht. Weiß ich auch nicht. Oder so ein. Eine Firma, irgendwas. Oh. Falsche Spur. Aber bis jetzt haben sie nicht gemeckert, oder? Ne, überhaupt nicht, ne. Das ist doch toll! Ne? Bravo. Doppelrein. 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 Hier muss ich ja bald die Schlappa. Hier muss ich aber schaa. Schä, schä? Schäppä? Ne, ne, ne. Schäppä? Ne, hm. Schibar, ah, okay. Frag dich nicht, was ich da gerade gelabert habe. Ein nicht existierendes Wort, habe ich gesagt, ne? Weiter geht's. Ja, hier. Typisch. Müllcontainer hier. Ah, Trabis, die habe ich lange nicht mehr gesehen und umsehen.
Kollege. Servus. Ach, mit seinen Abgaswolken hier, so unfassbar. Was haben wir denn hier Schönes? Amazon. Ein Audi. Was haben wir hier? Ah. Okay. Da ist ein Öhmchen. Zigaretten. Was gibt's noch? Zeitschriften. Kaugummis. Halt so ein kleiner Kiosk. Salon. Frisur. Friseur. Kann mir jemand das erklären? Was? Wir fahren lieber weiter. Ich weiß nicht, was es sein sollte, aber möchte ich gar nicht wissen. Also treten wir jetzt auf Gas und fahren los. Es gibt Dinge im Leben, die will man nicht wissen. Was das sollte. Ja. Ich hasse es, 40 zu fahren. Wenn ich schneller als 40 fahre, sind wir wieder zu früh. Leute. Das war knapp, Alter. Aber nur er traute sich. Die anderen sind so. Ja, ich habe Angst. Ne? Schisser. Gefällt mir hier auch. Ne? Ja. Was soll man hier? Aha. Voltkurier. Ganz schön reich, ne? Cool gemacht, auf jeden Fall. Ah, hier gibt's leckere Brötchen. Was ist das? Attent Super Ende Board. Und was mit Fleisch? Wurst? Ich weiß es nicht. Ah! Spar, natürlich. Spar, was für Zeiten, ne? Gibt's heute ja nicht mehr, oder? Bei uns zumindest. Sehr alt und ja. Schön, schön. Weiter geht's. Dass du nicht auf Deutsch quengeln willst, ne? Mieser blöder Penner. Was ist denn hier los? Das Arschgesicht. Следующая
Es ist wenigstens heile geblieben. Wow. Ah, die Gestaltung gefällt mir hier sehr. Muss ich echt sagen. Gefällt mir. Beginner mit, haben sie Pech. Nicht mit wollen, wollen seid nicht mit. Wird ja keinem was gezwungen. Ah, grüner Pfeil, sehr gut. Coca-Cola. La 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 la. Die Frau spricht mir zu weit weg. Bravo. Bravo. Autogard. Autogard. Ja, du Gard. Kriegst du ja den Gard. Bitte. Kollege! Servus! Sonne! Ich sterbe. So. Moin. Dobre den. Die Sonne strahlt mich ins Gesicht. Furchtbar. Meins. Ja, ich war unschuldig, Mensch. Das ist ja bei uns nichts Neues. Man ist immer schuldig. Ich hoffe, es bei Lotus nicht so ist. Oh, das ist eng. Hätte ich da gestanden, mein Bus wäre im Arsch. Ja? Bin ich wieder am Ende der Arsch, den ich Bus fahren kann. Das kennen wir ja. Das kennen wir ja, ne? Ich sag nur Folge. Oh Gott, ich weiß jetzt mal, welche Folge wir gerade haben. Oh, zur Zeit sind so viele Aufnahmen geworden, das ist Wahnsinn.
Momentan ist auch die Anfrage sehr groß an um die 2 Folgen. Da kann ich natürlich die Community nicht sagen, nee, mache ich nicht. Das mache ich nämlich gerne. Und deswegen muss halt mal ein Tutorial für einen Tag verzichtet werden. Ne? Also ich denke, das ist doch kein Problem für euch. Ich meine, es kommt ja alles noch. So. Außerdem will ich Belgrad fertig kriegen. Bevor wir nach Polen reisen. Das Fiktive. Na komm, mach hin. Ach, irgendwie überquerte Straße. Oh. Ey! Blöde Guru. Genau, fahr so um. Mein Gott, ey. Das hasse ich. Das hasse ich überhaupt. Hab auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es normal ist, dass die da rübergehen, dass es da irgendwie so ein Fehler ist. Aber, naja. Ich wurde schon drauf vorgewarnt. Blöde Tusse da, ey. Sollte ich auch mal ein Hühlife machen. Aha. Am Ende lande ich noch bei der Polizeiwache. Nee, danke. Oder verprügelt auf der Seite, am Seitenrand. Jo. Falls euch wundert, was für ein Geräusch, ich stelle meinen Gang immer auf, ich stelle hier meine Schaltknüppel, ja, mein Schaltknüppel hier vom G27 auf den 5. Gang, damit ich meinen Arm besser platzieren kann. Ist angenehmer. Servus. Ah, ist das schön hier. Das gefällt mir. Die alte Stelle. Oh, es wird mal eng. Juhu. Endlich. Ja, wobei, so eng ist es jetzt auch nicht. Aber naja. Ich hab's mir enger vorgestellt. Aber dann. Ich mag nämlich Herausforderungen. Finde ich aber cool, wenn es ein bisschen knifflig wird, dort rumzukommen irgendwo. Oder durch enge Gassen, ne? Also, ah, herrlich. Oh, hier ist so ein komischer Trampel. Und rechts vor links. Ich weiß jetzt nicht, ob es denselben in rechts vor links gibt, aber... Ich weiß es nicht. Aber, naja. Okay. Kosovo! Kosovo ist Serbia. Ja. Doppelrenn? Nee, da nicht.
geradeaus. Mhm. Ja. Blinken alle falsch. Doppel-Rennen, ihr könnt mich mal alle, sowas von. Mann, ich bin freundlich und die grüßen mir nicht. Solche Idioten hier. Was denn? Ach komm, Leute. Ey, sieht doch ein Blinder mit dem Krückschott, dass da ein Bus steht, oder? Mal wieder hat Omsi bewiesen, dass die KI Vollidioten sind. Der Vorderblinker ist in Ordnung. Blinker ist in Ordnung. Ist der Bus kaputt? Nö, du bist heile. Du bist brav. Mhm. Ah, so ein hässlicher Transporter, ey. Die können nicht da. Nicht mal Auto fahren können sie. Petrol. Was? Wollte ich jetzt nachgucken? Nee. Ah ja, Tank. 24%. Gut. Geht ja noch. Doppel da. Ja. Grün, der Enze, ja. Na? Servus. Eine gemütliche Fahrt heute, ne? Mhm. Total gemütlich. Oh, was steht denn da? Cool, kenne ich gar nicht. Und nie gesehen um sie. Nice. Ja. Müsste langsam da sein, ne? 6:10, 6:12 sind wir da. Ja. Eine Minute Verfrühung. Das ist bei mir nichts Neues. Ich komme immer eine Minute zu früh. Also in Omsi, ja. Wenn es gut läuft. Textur. Da
fehlt. Och, Leute. Da fehlt auch eine Textur. Oder ist das wirklich so weiß? Ist das gewollt oder fehlt da was? Man weiß es nicht. So, Rada Concaradon. Ja. Da kommt wohl ein Kollege. Ganz schön viele Kollegen unterwegs hier, ne? Aus Peter Kokik. Kokik. Keine Ahnung. Gedöns. Autoservice. 200 Meter. Ich brauche ein Auto. So, nein. Ah, bin ich denn hier? Naja. Aus Petter Kajak gedunke da. Ich finde diese Haltestelle nicht. Egal. Ich weiß es nicht. Wo wir wirklich sind. Etzel. Vorhin war es so weit, jetzt kommt sich hinterher, ist ja furchtbar, ey. Ümchen und Kind. Ach, was für ein Anblick. Oh. Deswegen bin ich zurückgefahren. Nicht nochmal so ein Scheiß-Theater hier. Ah, Leute. So. Sollten wir da sein? 6:22, ach so. So, weiter geht's. Vorwärtsgang natürlich. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Zum Glück. Das wäre jetzt ein Albtraum. Boah, 40, ey, Leute. Also ihr habt es irgendwie mit der 40, ne?
sieht man das eigentlich? Ah, sehr schön. Sehr schön. Ah, 45 links. So. Ja, was machst du hier? Du stehst rum. Oh, Arschgeil kommt nicht aus dem Pott, weil er sich nicht traut, weiterzufahren. Ach, Leute. Wieder ein Kollege. Also hier von Jens schon viele Kollegen rum. Achtung. Kein Wunder, dass der Fahrplan nicht so straff ist hier. So viele rumfahren. Moin! Ich bin wohl der einzige Kollege mit einem modernen Bus. Ich bin etwas Besonderes hier, ne? Auch wenn es mein letzter Arbeitstag hier ist. Rechts rum. Zebrastreifen. Wow, 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 wow. Nein. Alter, was ist denn hier los mit der Stadt hier? Oh. Ich reiche jetzt gleich meine Kündigung ein, dann können sie mich mal alle. Oh, Leute. So, da sind wir auch. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ne, also top. Das war der Mercedes-Benz O530 Facelift von einem mit einer Modifikation von Jerome. Vielen herzlichen Dank nochmal. Und das war die Karte Belgrad. Wie die 15N verläuft, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, die verläuft genauso wie die 15. Deswegen brauchen wir sie nicht. Na, ich gucke am besten gleich nochmal nach, ob sich da was verändert hat. Und ja, ich würde mal sagen, das war's. Wir gucken noch schnell auf die Fahrerstatistik. Wie ich mich so. Ja, unschön jetzt. Nein, mir egal. Und wieder Abfahrt. Aha. Toll. Pausen hast du so gut wie fast keine. Das erklärt, warum man immer zu früh in eine Haltestelle ankommt. Ne? Also, wundert mich das? Nein.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare, vielleicht auch über ein Abo. Ja, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier von Belgrad und wir fahren dann in der nächsten Folge auf der Strecke auf einer polnischen Karte und ich bin mal gespannt, was uns da alles erwartet. Natürlich mit einem polnischen Solaris, einem polnischen Facelift und hast du nicht gesehen, da könnt ihr euch erstmal freuen. Ja, mein Name ist Trainer OMCTV und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.